kann jeder machen. Jeder kann irgendwie vorangehen und was verändern. Ja, das fing alles irgendwie mit diesem Sri Lanka-Urlaub an. Ich habe da eine Plastikflasche gefunden. Dieser Plastikflasche stand irgendwie so 1981 mindestens haltbar. Und dann habe ich gedacht, hey, das kann doch nicht sein, dass die hier so lange schon rumtreibt im Meer. Und habe dann einfach angefangen zu überlegen, wo mache ich selber eigentlich den ganzen Müll? Und dann habe ich angefangen, das alles aufzuschreiben und darüber zu bloggen. Ja. Ich hatte schon ein kleines Ziel vor Augen mit dem Projekt. Ich wollte halt wirklich, dass die Leute auf der ganzen Welt weniger Plastikmüll produzieren und hinterfragen, was sie eigentlich jeden Tag so konsumieren. Es geht nicht darum, wirklich komplett ohne Plastik auszukommen, sondern es ist das Ziel, dieses Plastikfreie. Und da irgendwann mal hinzukommen und da möglichst viele Menschen mitzureißen. Es hat nichts mit Held zu tun, es hat einfach nur mit Vorausdenken und ja, so vorausgehen zu tun.